Ja, meine Leidenschaft neben dem Eishockey ist mit den Boys der Drehtisch Tuesday. Immer wieder spaßig. Und mein Top-Reiseziel ist Ibiza mit den Jungs im Sommer auf dem Boot. Hallo liebe Eispiratenfans, ich bin Tore Weihrauch, eure Nummer 12 und auch ich werde mich jetzt mal vorstellen. Zur ersten Frage, der Lieblingsspieler meiner Kindheit war Patrick Sagau, Legende in Timmendorf, da wo ich angefangen habe und von ihm war auch mein erstes Fantrikot. Von welchem Mitspieler würdest du ein Trikot kaufen, rot oder weiß? Da muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich von unser 68 Marius Demmler ein weißes kaufen. Und ein rotes hätte ich gern von Niklas Heyer. Also rot oder weiß will ich mich nicht entscheiden, finde ich beide schön. Der lustigste Mitspieler ist Christian Schneider. Netten Humor, hat immer einen lustigen Spruch drauf. Mein bislang härtester Gegenspieler war, ja, in der Jugend wahrscheinlich Marius Demmler von den Eisbären Berlin, als ich in Krefeld gespielt habe. Wismar oder Krimmetschau? Im Sommer, Wismar ist meine Wahlheimat und die Stadt, wo ich groß geworden bin. Krimmetschau natürlich, wenn es ums Eishockey geht. Darin bin ich richtig schlecht. Ja, auch Sachen umsetzen, wenn meine Freundin mir irgendwas sagt, wenn sie irgendwelche Aufgaben für mich im Haushalt hat, die ich erledigen soll. Dieser Song darf in meiner Pre-Game-Playlist nicht fehlen. Meistens höre ich vor den Spielen irgendwie Contra-K-Musik und auf den würde ich ungern verzichten. Die Fans der Eispiraten sind Wahnsinn. Es ist ein schönes Gefühl, dass sie jetzt endlich wieder da sind nach den ganzen Geisterspielen, die wir hatten. Man hat sofort gemerkt in den ersten Spielen, dass eine ganz andere Stimmung war, sowohl bei uns als auch in der Halle. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Kommt immer drauf an, wie es ist. Wenn wir morgens Training haben, müssen wir natürlich morgens raus. Das lässt sich leider nicht umgehen, aber wenn wir frei haben, dann schlafe ich auch gerne mal aus. Kraft oder Ausdauer? Auf alle Fälle Kraft. Ich bin lieber im Fitnessstudio als draußen laufen. Meine Leidenschaft neben dem Eishockey ist das Lesen, Zeit mit Freunden verbringen und gerne auch mal zocken. Mein Top-Reiseziel ist Wieg auf Föhr. Da habe ich eigentlich die Sommer in meiner Jugend verbracht mit der Familie zusammen. Und welchen Beruf hätte ich, wenn ich kein Eishockeyspieler bin? Wahrscheinlich Physiotherapeut. Dadurch, dass ich die Ausbildung bereits abgeschlossen habe, wäre das jetzt so die erste Sache, die ich darauf antworten würde. Ja, liebe Eispiraten-Fans, nochmal danke, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns auf euch. Tschüss und ciao aus Krimmetschau.